Hallo! Heute geht's ganz schnell und zwar eine Unboxing-Video vom AEA Kaliber 50, der Challenger Bullpup. So, das wird in einem neutralen Karton verschickt und der ist dann in dem Karton drin und dann geht es so auf. So, ich zeige es euch mal. Und das ist eins von den wenigen Modellen, eins von den extrem wenigen Modellen, die einen Schalldämpfer dabei haben. Und ihr bekommt immer zwei Ersatzmagazine mit 6 Schuss passen da rein. Hier ist die Exportdüse oder keine Ahnung, die offene, die braucht man ja nie, außer man geht woanders hin. Hier, damit befüllt man den Henry-Stutzen. Das ist das Befüllungsventil und da geht man dann mit seiner Pumpe drauf. Es handelt sich hier ums F-Modell, 7,5 Joule, frei ab 18 Jahre in Deutschland, ganz normales Luftgewehr. Und das wird schon ausgeliefert mit so einem Druck von so 100 Bar ungefähr. Hier sind die Schaftschrauben, die lange und die kurze. Das wird dann verschraubt, einmal hier hinten und einmal hier vorne mit der kurzen Schraube. Alter, das kannst du fast nicht erheben. Das wiege ich gleich mal. Alter, ist ja schwer. Das wiegt das 10 Kilo oder was? So, nullen wir das. Null. Jetzt legen wir das mal drauf. Nur, seht selbst, 4,774 Kilo. Jetzt legen wir einfach das da noch drauf. Jetzt kommt noch das Magazin dazu, eins. Ohne Kugeln. Ohne Kugeln, Magazin auch noch dabei. So, meine Freunde, dann wiegt das Ding keine 10 Kilo, sondern 6,258. Schalldämpfer, der wiegt fast nichts. Der wiegt vielleicht 60 Gramm, sag ich mal. Tun wir das immer vorsichtig runternehmen. Das Ding ist wieder auf Null. Jetzt legen wir den Schalldämpfer hier drauf. Oh, habe mich sehr gut getäuscht. Keine 50 Gramm. Das sind doch tatsächlich 168 Gramm. Wiegt nochmal dieser Schalldämpfer. Ich weiß, ihr wollt ja wissen, wie hoch das ist. Das ist ja auch sehr wichtig. Genau 15 cm. Und vorne der Durchmesser, der hat 4,5. So. So, der schöne Schalldämpfer. Jetzt habe ich es aufgekriegt. Da ist ein Vlies außenrum und so ein Edelstahlsieb. Ja, das könnte man dann wahrscheinlich rausholen. Pinzette oder so. So, so ein Filz eingerollt und dann so ein Sieb hier drin. Machen wir das da mal wieder rein. Sich dreht es so leicht. Dreht es jetzt einfach einmal so rum und werde es jetzt genau da, wo die Markierung ist. So hier, so werde ich es mal drin lassen, dass ich es weiß, wo der Stoß ist. Jetzt tue ich es noch ein bisschen hinterdrücken. So, das wird zugeschraubt. So, der Hebel hier, der ist richtig schwer gegangen. Es hat richtig gequietscht. So, der Hebel, der hat richtig gehängt. Das habe ich leider euch jetzt nicht gezeigt. Der hat richtig, so richtig, da ist nämlich so eine kleine Büchse, wo das irgendwie abfedert. Und die ist richtig gehängt
Das habe ich jetzt einfach mit bisschen mit Öl, mit so Griechenöl, also mit so einem Öl einfach hier geschmiert. Und jetzt geht es eigentlich butterweich, also wirklich mit einem kleinen Finger nicht, aber das geht jetzt wirklich mit zwei Fingern butterweich. Hier hat es gehakt und ist so rein. Und dieser jetzt ist quasi hier der Lauf und der hat dann ein Rohr, das noch einmal den Schall dämpft. Und zwar kommt da hier diese Plastikring und diese zwei Sprengringe so drauf. Das sind zwei kleine Ringe von der Seite. Diese drei Stück an der Zahl, die gehen hier drauf, so. Und das Gewinde ist auf dieser Seite wie auf der anderen Seite gleich, wo man hier den Schalldämpfer draufschrauben kann oder das Endstück. Und hier ist das Gleiche, das wird dann nur drauf gedreht. Das zeige ich euch mal jetzt, indem ich das hier vorsichtig drauf schiebe. So. Und einfach durchs Drehen wurde so drauf gedreht. Hier vorne ist noch einmal ein Endpömpel, der ziemlich genau passgenau ist. Der es dann auch abdämpft, dass hier innen drinnen der Schall, wo im Rohr nach außen gehen kann, noch einmal ja, um einiges leiser wird. Jetzt messe ich noch mal die Innenmesser. Ich messe das mal, nicht, dass ich das in falscher Reihenfolge wieder reingetan habe, weil jetzt bin ich da, glaube ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt sind wir genau bei 14,1, 14,2. Schaut das schon anders aus. Das reduziert halt nochmal den Schall, und zwar durch das dann, dass da hier kleine Nischen hier sind, verfängt sich da einfach der Luftdruck. Und wenn das hier nicht wäre, dann wäre die Waffe locker doppelt, vielleicht sogar dreimal so laut, wenn das nicht wäre. Und das hier, Plastikring, Hartplastik, da waren die zwei Ringe hier drauf. Und hier, hört ihr das? Das ist Hartplastik, oder? Das ist doch. Ich muss mal einen Handschuh ausziehen. Das fühlt sich. Könnte auch Alu sein und lackiert. Ah, Mann. Ja, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück, das ist kein Hartplastik. Hier sieht man es ganz leicht, ein Kratzer. Von dem hier, wo das so zugeschraubt ist. Das ist doch Aluminium. Ich nehme es zurück. Es fühlt durch diese Handschuhe hat sich das auch angefühlt wie Hartplastik. Aber das ist definitiv Alu. Okay. Die sind gleich groß. Also da braucht ihr keine Angst haben, das zu verwechseln. Okay? Könnt ihr so oder so reinmachen. Aber jetzt zu diesem Thema hier. Zu diesen zwei Ringen hier. Ich vermute, also. Das muss so sein, das muss einfach so sein, dass die einfach, seht ihr das, diese Nase, das Geschoss kommt hier und der Schall kommt hier und wird dann hier und verfängt sich hier. Wenn das jetzt andersrum wäre, der geht jetzt hier durch, dann wird der Schall auch mit durchflutschen. Also so niemals einbauen. So einbauen mit dem schmalen Richtung Abzug, ne? Und alle drei. Auf jeden Fall jetzt, der Faktor ist, dieses Teil liegt hier satt auf. Seht ihr das? Nein, ich muss so drehen, ich depp, dass ihr das seht. Das liegt da so satt auf. Und das hat irgendeiner bestimmt beim Zusammenbauen falsch gemacht. Von den Chinesen oder Gogan-Leute oder sonst was. Ich kann mir das nur vorstellen, dass die hier, weil es ja auch zwei sind, dass es einmal hier. Aber warum sind da zwei hintereinander? Weil hier. Wenn man das jetzt zusammendrückt, dann nimmt es ein bisschen die Schwingungen.
Nee, ich baue es einfach wieder so zusammen, wie es war. Doppelt. Vielleicht war eine zu schwach. Einfach doppelt. Wird schon seinen Grund haben. Vielleicht will da nichts, doch nichts schlecht reden. Ich habe es nur vermutet. Es ist falsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Das kommt als erstes rein. Dann kommt eins von denen rein. Und zwar in meinem Fall das erste. Das hier. Mit den zwei Federscheiben. Wird hier draufgelegt, so. Und die anderen, und zwar, jetzt muss ich wieder gucken, was für eins das äußerste war. Dem kleinen Ring. Ah ja, hier. Das da, das äußerste. Kommt das. Das. So. So wird es dann eingebaut. Ich will jetzt um diese Stange hier noch was rumwickeln, wegen Stoßschutz und optische Gründe. Ich habe da so ein Tarnband. Das liegt schon seit 10 Jahren oder was bei mir rum. Hier das, so circa im 45 Grad. Ein bisschen Spannung machen und das Teufelszeug, das klebt sich da richtig fest. Das erste Mal gemacht, da keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Das ist mir auch wurscht. Ich schütze so, sozusagen meinen ganzen Lauf hier vor Kratzern, Beschädigungen und nochmal zum Schallschutz. Und jetzt zum Schluss, keine Ahnung, ob das richtig ist, lasse ich so ungefähr 2 mm oder so hier hinten offen. Mach das gerade, gerade, gerade. So. Und jetzt schneide ich das hier einfach ab. Super. Hätte ich die Schere gleich holen sollen, aber ich habe ja alles geordnet. Ich muss ja nur lesen. Schere. Ha! Der Let's Bear! Mit der langen Heckenschere. So, jetzt habe ich das hier abgeschnitten. Seht ihr das? Und jetzt versuche ich das einfach mal hier hinzumachen und so zu drücken. Ha! Das geht's da nicht. Das hebt. Das geht nicht mehr auf. Das fühlt sich jetzt auch viel, wenn man es anlangt, nicht mehr so bing, bing. Weißt du, es knallt nicht mehr so. Und wenn man jetzt hier, kommt er nur noch hier unten raus. Es fühlt sich auch geil an. So, schrauben wir es einfach wieder rein, den Geschmarre. Seht ihr das, meine Freunde? Und jetzt, wo ist der kleine Schalldämpfer, der erste? Die richtige Reihenfolge rein. Einfach da reinstecken. Warte, ich zeige euch das. Kommt her. Kommt her, so viel Zeit muss sein. So, jetzt haben wir als erstes das hier, ne? Wo ich erst gedacht habe, das ist Plastik, aber das ist das Aluhülse. So, das hier rein. Jetzt die zwei Ringe übereinander. Dann das hier. Und das ist der letzte. Also das hier so drauf. Dann hier rein. Oh, ja, super. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt geht es von meinem Finger nicht mehr runter. Ah, mein Gott, ich muss einen dickeren Finger nehmen, dass er rauskommt. So, jetzt das mittlere. Ich würde es euch am besten, wenn das rausbaut, macht ein kleiner Edding, markiert es euch. So römisch 1, 2 und 3. Ich würde es jetzt im Nachhinein, würde es euch markieren. Jetzt würdet ihr entweder dieses mitgelieferte Endstück, das muss drauf, damit halt das ganze schnellere Ding hier nicht rausfliegt und damit es halt auch schallgeschützt ist. Ne? So, okay. Aber weil ja ich, ja, das schaut halt, keine Ahnung, ob es cooler ausschaut oder nicht. Ich habe das einfach mitbestellt. Den Schalldämpfer schraubt man jetzt hier drauf.
Problem ist, ich habe keine Ahnung, keinen Dunst. Wenn jetzt der Schalldämpfer verbaut ist und ich jetzt nochmal dieses Band hier drumherum wickle, das darf ich wahrscheinlich nicht, weil dieses Zeichen muss wahrscheinlich leserlich sein, ja? Das hier alles. Dass das alles seine Richtigkeit hat. Und das hier weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch so übermachen kann, weil es halt einfach cool. Jetzt kann ich da auch mal hinboxen hier und das hat nicht gleich eine Macke, ja? Und das ist Geschmackssache, meine Freunde. Den einen gefällt's, der andere sagt, du bist doch ein Depp. Was hast denn das Ding verhunzt? Aber ich muss euch gleich sagen, ist kein Klebeband, das sind nur so Stretch-Dinger. Das hält nur durch das Stretch zusammen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier auch noch so machen könnte oder dürfte. Aber hier steht ja nur die Regelung von dem Bar. Sollte man ja laut Hersteller mit 250 Bar befüllen maximal. Aber hier steht was von 350 Bar, was das Ding auch im Endeffekt auch kann. Hier hinten, das darf man ja nicht. Das muss lesbar sein, das wird ja auch gar nicht. Also das kann man ja auch gar nicht. Hier geht's, in dem Bereich geht's bedingt, das abzuwickeln. Hier wird es vielleicht noch besser gehen, das da abzuwickeln noch. Aber ich lasse das mal so, weil da kommt man ja in der Regel nicht so hin. Vielleicht eine Wicklung hier vor. Ja, der Teufel soll's holle. Weil man meistens da vorne irgendwo hängen bleibt mit dem Scheißdreck. Warum ist es nicht weiter hinten? Ja, hätte der Scheiße da. Aber meistens bleibst du hier vorne irgendwo hängen. Ja, beim Rumfuchteln. So, leider wird kein Imbusschlüssel mitgeliefert und ein Sprengring hat gefehlt. Vielleicht soll das auch so sein. Ich habe den Sprengring weggelassen bei der langen hinteren Schraube. Bei der vorderen kürzeren, da habe ich den Sprengring verbaut. Und das Gewehrchen, das macht einen Eindruck. Oh, Alter, das ist so groß und so schwer. Das wiegt ja so viel wie ich. Und hier ist einmal die Sicherung. Ein ganz schöner Krach, gell? Ich bin gleich wieder da, ich zeige euch was, was mir mein Opa gezeigt hat. So, das könnt ihr mal glauben oder nicht. Hier, jetzt wo drücke ich hier drauf? Das ist seit 8 Jahren drinnen, seht ihr das? Und die Batterie geht immer noch. Also, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht? 8 Jahre, ich habe das Ding noch nie benutzt und die Batterie geht immer noch. Einmal grün und einmal rot. So, okay, was ich sagen will ist, jetzt muss ich es wieder ausmachen, Moment, es ist aus, das hat mein Opa geschenkt. Und zwar hängt man das hier irgendwo auf einen Baum oder so, Ast hier so irgendwo auf und tut es so 25 Meter und dann 50 Meter weg. Und dann tut man da durchgucken mit einem Fernrohr und den waagerechten Strich tut man hier ausrichten. So tut man sein Gewehr ausrichten. Aber bevor du das Gewehr musst du eine kleine Wasserwaage, also nur eine Libelle heißt das, so eine kleine. Ich zeig's euch. Ich habe jetzt die nicht da, die kleine. Und zwar gibt's diese Dinger hier einzeln, oder die hier, die grünen. Ja? Und das hier, ihr braucht nur dieses kleine Ding, das muss nur 3-4 cm groß sein. Das richtet ihr dann hier aus, dass es in Waage ist. Okay, auf eurem Gewehr hinten oder auf eurer Schiene. Ja, wo zeige ich das euch wieder am besten? Hier oben, ihr macht das Gewehr in so einen Sack rein, dann richtet ihr das hier aus und dann ist so lange das Gewehr ausrichten, bis das hier absolut im Wasser ist, okay? Wenn das im Wasser ist, dann versucht ihr dieses Lot, das ist ein Lot, ein Maurerlot, kann man heutzutage auch noch kaufen, müsst euch das euch nicht vom Opa schenken lassen. Dann richtet man, Herrgott nochmal, das Fadenkreuz anhand von den Raster hier ein, ja, wieder so, hier so. Und das kann man ja auch drehen, also hier locker, die Imbusschräubchen, dreht man das richtig hin, dass das alles passt. Und dann, wenn man das gemacht hat, zieht man das handfest an, hat mein Opa damals gesagt, und man macht ein Schussbild. Das heißt, man nimmt einen Sandsack,
und legt nochmal aufs Gewehr, nochmal Sandsäcke drauf, damit das Gewehr, am besten einen Schraubstock oder was quasi, ja, dass das Gewehr absolut nicht sich verziehen kann. Also mit Sandsäcken beschweren, hinten gegen die Schulter, ist ja egal. Dann schießt man 5 Schüsse ab und dann tut man den Streukreis ermitteln. Auf diesen Streukreis, tut man sein Zielfernrohr ausrichten und zwuppdiwupp, man hat es dann eingestellt auf die 25 Meter oder 50 Meter, je nachdem, wie man da schießen will. Und dann anhand von den Strichen macht man dann einfach einen Schusstest auf 100 Meter mit 7,5. Ja, mein Opa hat halt gesagt, mit 100 Meter, mit 75, mit 50, mit 25 Meter, da macht man dann Schusstests und sieht anhand von den Strichen, wie man hoch und runter machen muss, damit man es noch trifft. Und das ist die ganze Chance, das wollte ich euch noch sagen. Das ist von mir für euch. Das Gewehr, Hundeschwer, kein Mensch kann das länger wie 10 Minuten durch die Gegend schleppen. Ah, mein Akku ist gleich leer. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich werde das Gewehr für meine Bedürfnisse ein bisschen anpassen und das kann ja jeder tun, wie er will. Den Schaft abschleifen, anders ölen, anders lackieren oder was er möchte. Und ich sag dann wieder Ade, war schön, euer T-Bone. Tschüss. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch für heute.